Ja, hallo, ich dachte, ich stelle mal eben mein mehr oder weniger neues, meine neue Hüfttasche vor. Die habe ich von Amazon gekauft. Ist wahrscheinlich aus China. Weiß nicht genau, ob das irgendeine Marke hat. Gibt es aber öfter auf Amazon unter verschiedenen Marken zu kaufen, auch unter unterschiedlichen Preisen. Und wie man sieht, relativ groß von der Hüfttasche. Passt also für einen kurzen Ausflug in den Wald oder für einen Spaziergang oder für eine Wanderung schon einiges rein. Kostet nicht sehr viel. Ist also eine günstige Alternative, um ja, was mitzunehmen, ohne jetzt alles in die Taschen stopfen zu müssen oder Rucksack, gleich einen ganzen Rucksack mitzunehmen. Ist relativ gut verarbeitet, also für, ich schätze mal, 15 Euro oder was es gekostet hat. Gar nicht mal so schlecht. Die Nähte sind in Ordnung, der Stoff ist relativ stabil. Die Clips sind bis jetzt auch ganz gut. Reißverschluss. Nicht schlecht. Kann man einiges drin verstauen. Ich habe jetzt ein bisschen Birkenrinde gesammelt vorhin. Und ja, passt ein Smartphone rein. Hat sogar ein ganzes DIN A5 Heft rein. Ja. Kleine Flasche oder auch eine, ich glaube, 750 ml Flasche passt auch rein. Ist dann bis hier ungefähr. Geht aber trotzdem noch zu. Kantin würde wahrscheinlich auch reinpassen. Hab leider keine, vielleicht besorge ich mir mal eine. Aber ja, ist ein schmuckes kleines Ding. Ich habe das Ranger Wood dabei. Das passt ja gut in die Seitentasche rein. Hier ist noch Platz für einen Stift. Hier vorne ist noch eine Tasche. Kann man auch was reinstecken. Eine Smartphone-Tasche. Also da passt mein Smartphone ganz gut rein. Würde aber auch hier gehen und hier für vielleicht einen kleinen Verbandskasten oder so. Hat hier oben noch eine kleine Tasche mit Reißverschluss. Kann man auch eine Kleinigkeit verstauen. Hat hier ganz oben noch mal eine Tasche. Kann man auch was reintun. Hier Patches aufkleben, falls man Patches hat. Ich habe noch keine. Ja, relativ gemütlich zu tragen. Hat hier an der Seite noch so Schlaufen. Hier eine, hier nochmal eine. Kann man eventuell auch einen Flaschenhalter hinmachen oder seine Handschuhe hinhängen. Die Naht, also relativ gut vernäht. Hätte ich nicht gedacht für das Geld. Ich habe gedacht, die hätten schlampiger gearbeitet. Gurt lässt sich verstellen. Ist relativ stabil. Wie gesagt, das Ganze für 15 Euro. Man kann hier unten auch noch was reinhängen, wenn man will. Vielleicht eine Sitzunterlage oder irgendwas Kleines. Hier nochmal, um einen Clip anzubringen vielleicht. Also sehr vielfältig, hat mir auf Anhieb gut gefallen. Der Preis war in Ordnung. Nicht so hoch. Hier an der Seite. Also was ähnliches wie Molle.
falls man noch irgendwas Kleines hat zum Anbringen. Das würde auch passen. Es kommt mit dem zweiten Gurt, der ungefähr so aussieht wie der hier. Der wird auf die Rückseite gemacht. Kommt also hier hin. Dann kann man sich dann ums Bein schnallen, aber ich persönlich, ich mag das nicht so, wenn man irgendwas ums Bein geschnallt hat. Also mich persönlich stört es, aber es gibt Leute, die mögen das. Und ja. Ich wollte es euch mal kurz zeigen, falls jemand mal etwas Kleines sucht und jetzt nicht einen kompletten Rucksack immer mitnehmen will. Könnt ihr euch auch so eine Hüfttasche besorgen. Gibt es in verschiedenen Farben. Tarn, ich mag jetzt dieses, ich glaube das ist Oliv oder Waldgrün oder wie auch immer sie es nennen. Ist eine gute Farbe. Gefällt mir. Gibt es auch in Wüsten, Tarn und alles mögliche. Also ich habe das schon sehr oft gesehen, das Modell. Könnt ihr euch mal angucken. Ich gebe einen Link in die Beschreibung, falls ich das noch finde. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken und ich würde mich über ein Like freuen. Und konstruktive Kritik ist immer willkommen.